Die Douglasie – Forstschutzaspekte einer Baumart. Heimisch ist die Douglasie in Nordwestamerika. Nach Europa wurde sie 1827 eingeführt, vor allem wegen ihres Wachstumspotenzials und ihrer guten Holzqualität. Seitdem hat sie sich zu einer der wichtigsten nicht einheimischen Baumarten in Zentraleuropa entwickelt. Gepflanzt wurde hauptsächlich die grüne Douglasie, Pseudotsuga menziesi, Varietät menziesi, auch Küstendouglasie genannt. Diese Provenienz ist besonders geeignet für zentraleuropäische Wälder, vor allem dann, wenn sie aus dem westlichen Kaskadengebirge der US-Bundesstaaten Oregon und Washington stammt. Insgesamt wird von dieser Baumart gesagt, sie sei produktionsstärker, anpassungsfähiger und schadensresistenter als die Fichte. Hoffnungsträger oder unerwünschter Neophyt? An der Douglasie scheiden sich die Geister. Sicher ist, Douglasien sind allerhand Krankheiten, Schädlingen und anderen Gefährdungen ausgesetzt. Abiotische Einflüsse, Pilze, Insekten und auch Wild können ihre Gesundheit beeinträchtigen. Bis auf das Wild gehen wir nun jedem dieser Einflüsse nach und stellen die wichtigsten Organismen vor. Pilze, Nadelkrankheiten. Die rußige Douglasienschütte wird durch den Pilz Notophaeocryptopus gaumanii, früher Phaeocryptopus gaumanii genannt, hervorgerufen. Der Pilz erreichte Europa um 1925 von Amerika, Jahrzehnte nach der Einführung der Douglasie. Heute ist es einer der häufigsten pilzlichen Erreger an dieser Baumart. Befallen werden alle Douglasienarten ohne Unterschiede. Am besten erkennt man ihn an den vielen schwarzen Punkten auf der Nadelunterseite. Die kleinen dunklen Fruchtkörper brechen aus den Spaltöffnungen der Nadeln hervor und sind deswegen in einer Linie angeordnet. Die Nadeln verbräunen und werden nach 1 bis 3 Jahren abgeworfen. Die Krankheit tritt vor allem in dichten Beständen mit hoher Luftfeuchte auf. In Jahren mit feuchtem Frühsommer sind die Schäden besonders deutlich und größer. Der Befall reduziert die Frosttoleranz. Die Kombination von Frost- und Pilzbefall beschleunigt und intensiviert den Nadelverlust. Zuwachseinbußen sind dann beträchtlich. In der Regel führt auch ein heftiger Befall aber nicht zum Tod des Baumes. Ein Problem ist die Krankheit vor allem in Jungbeständen. Die Zuwachseinbußen reduzieren die Vitalität. Das erhöht die Anfälligkeit für Sekundärschäden und diese können sehr wohl tödlich enden. Solche Sekundärschäden entstehen beispielsweise durch den dunklen Hallimasch oder Insekten wie den Kupferstecher und den furchenflügeligen Fichtenburkenkäfer. Auch ein gleichzeitiger Befall mit der Douglasienwolllaus ist möglich. Zur Bekämpfung stehen waldbauliche Maßnahmen zur Verfügung. Bestände sollten ausgelichtet werden, um die Luftfeuchte zu reduzieren. Z-Bäume können aufgeastet werden, solange die Wipfel noch gut benadelt sind. Die rostige Douglasienschütte wird durch den Pilz Rhaptocline pseudotsuga verursacht. Der Pilz ist 1922 ebenfalls aus Nordamerika nach Europa gekommen. Die Krankheit sieht von weitem ähnlich aus wie ein Befall mit der rußigen Douglasienschütte. Auch dieser Pilz profitiert von hoher Luftfeuchtigkeit. Allerdings ist die rostige Douglasienschütte für den Baum häufig tödlich. Der Krankheitsverlauf läuft viel schneller und intensiver ab. Als erste Anzeichen zeigen sich im Sommer hellgrüne Flecken auf den Nadeln. Bis zum Spätherbst verfärben sich diese zunehmend orange, wobei die nicht infizierten Nadelabschnitte grün bleiben. Sie wirken unregelmäßig orange gepunktet bis marmoriert. Im darauffolgenden Frühsommer brechen die Fruchtkörper in länglichen, orangebraunen Schlitzen durch die Epidermis. So werden die noch jungen Nadeln des jüngsten Jahrganges direkt in der Krone infiziert. Hat die Infektion stattgefunden, verfärben sich die Nadeln fleckenartig gelbbraun und fallen ab.
Der Verlust des Nadeljahrganges lichtet die Zweige aus. Teilweise verbleibt nur der jüngste Nadeljahrgang am Zweig. Betroffen sind nicht alle Douglasienarten im gleichen Ausmaß. Die Menziesi-Varietät, die in Europa am häufigsten angebaut wird, zeigt sich in hohem Maße resistent, wohingegen die Glauca- und Caesia-Varietäten aufgrund ihrer Anfälligkeit für einen Anbau praktisch nicht in Frage kommen. Zur Vorbeugung sollten keine anfälligen Varietäten angebaut werden. Die Bekämpfungsmaßnahmen sind dann dieselben wie bei der russigen Douglasienschütte. Selten tritt die Rotbandkrankheit an der Douglasie auf. Da es sich um einen besonders gefährlichen Schadorganismus handelt, wird empfohlen, den Baum bei einem Befall zu entfernen und zu verbrennen. Triebkrankheiten. Die Rindenschildkrankheit der Douglasie wird vom Pilz Allantophomopsiella pseudozugae hervorgerufen. Es ist wohl die bedeutendste Triebkrankheit der Douglasie. Der Pilz befällt die Rinde von Zweigen und Stamm, wodurch diese abstirbt, einsinkt und sich rotbräunlich verfärbt. Hat sich der abgestorbene Bereich erst einmal um den ganzen Ast oder Stamm ausgebreitet, wird die Versorgung höher gelegenen Bereiche unterbrochen. Der Pilz ist ein Schwäche- und Wundparasit. Junge Douglasien sind besonders gefährdet. Vor allem, wenn sie unter anderen Stressfaktoren leiden, kann der Baum durch den Befall absterben. Ältere Bäume werden in der Regel über Astwunden infiziert. Bekämpft werden kann der Pilz vorbeugend, indem Douglasien nicht in einem zu dichten Bestand gepflanzt werden. Auch Wertastungen im Winter sind zu vermeiden. Die Grauschimmelfäule und das Sirokokustriebsterben können ebenfalls Triebe der Douglasie befallen. Allerdings geschieht das eher selten und die Schäden sind gering. Fäuleerreger. Die Douglasie gilt insgesamt als relativ anfällig gegenüber Wurzelfäulen. Bekämpft werden können sie in der Regel nicht direkt. Einzig die Vermeidung prädisponierender Standorte und eine gute Durchmischung mit Laubholz reduziert die Wahrscheinlichkeit eines Befalls. Der dunkle Hallimasch ist der wichtigste Fäulerreger an Douglasien. Besonders häufig befällt er Douglasien, die an der russigen Douglasenschütte erkrankt sind. Diese Bäume sterben. Der Kiefernbraunporling und der Wurzelschwamm treten häufig auf sandigen Flächen auf, die zuvor mit Föhren bestockt waren. Auch die krause Glucke und der klebrige Hörnling können an der Douglasie Fäulen hervorrufen. Insekten. Eingeschleppte Insekten. Die meisten Insekten, welche die Douglasie in Nordamerika besiedeln, haben den Sprung nach Europa bisher nicht geschafft. Glücklicherweise, denn in ihrem Ursprungsgebiet wird die Douglasie von sehr vielen Insektenarten besiedelt. Darunter sind auch solche mit Schadpotenzial. Als eingeschleppt und etabliert gelten in Europa die Douglasiensamenwespe, die Douglasienwolllaus, die amerikanische Kiefernwanze, der amerikanische Nutzholzborkenkäfer und die amerikanische Douglasiengallmücke. Die Douglasiensamenwespe verursacht hier, anders als in Nordamerika, keine bedeutenden Samenausfälle und bleibt der Douglasie als einzigem Wirtsbaum treu. Die Douglasienwolllaus saugt gerne an Nadeln im Jungwuchs- und Dickungsstadium. Ihre weißen Wachswolleausscheidungen sind gut sichtbar. Die Nadeln krümmen und/oder verfärben sich und es kommt zu Nadelverlust. Dieser ist besonders heftig in Kombination mit der russigen Douglasienschütte. Die Jungbäume sind danach häufig nicht mehr konkurrenzfähig und gehen ab. Gerne werden sie in dieser Phase auch von kleinen einheimischen Borkenkäferarten befallen. Die amerikanische Kiefernwanze hat sich seit ihrer Einschleppung sehr rasch vermehrt und ausgebreitet. Sie saugt an den Zapfen.
Die Beeinträchtigung der Samenproduktion ist momentan aber vernachlässigbar. Neben der Douglasie befällt sie zahlreiche weitere Koniferen. Der amerikanische Nutzholzborkenkäfer ist ein bedeutender Holzschädling, der ab 1984 in der Schweiz auftauchte. In Europa scheint er die Waldföhre zu bevorzugen. Allgemein geht er jedoch auch auf andere Koniferen wie Fichten, Tannen und Lärchen. Diese Borkenkäferart gilt vor allem als technischer Schädling von lagerndem Holz. Seine Gänge bohrt er radial bis zu 27 cm in das Holz hinein. Dabei wird feines, helles Bohrmehl ausgeworfen. Beides ist einfach zu entdecken und dient als Erkennungsmerkmal. Die amerikanische Douglasiengallmücke ist erst seit 2015 in Europa aufgetaucht. Aus der Schweiz liegen bisher keine Fundmeldungen vor. Einheimische Insekten. Zu den einheimischen Insekten, die sich die Douglasie als Wirt erobert haben, gehören unter anderem der große braune Rüsselkäfer, der Pinienprozessionsspinner, der furchenflügelige Fichtenborkenkäfer oder einheimische Grünrüsslerarten. Auch einheimische Schmetterlinge und Käfer haben die Douglasie in Europa als Wirtsbaum entdeckt. Schäden scheinen sie jedoch nicht zu verursachen. Der große braune Rüsselkäfer benagt bei seinem Reifungsfraß in Bodennähe die Rinde von jungen Stämmchen. Frisst er Stamm umfassend, stirbt der Jungbaum ab. Seine Larven entwickeln sich in den Wurzeln von frischen Stöcken. Relevante Schäden entstehen deshalb hauptsächlich dort, wo es viele frische Stöcke gibt. Der Pinienprozessionsspinner bevorzugt bisher zwar Föhren, kann aber auch Douglasien angehen. Betroffen ist in der Schweiz die Alpensüdseite, das Wallis und das Genferseegebiet. Er baut seine Überwinterungsnester in den Kronen und frisst Nadeln. Die Schäden sind jedoch in der Regel vernachlässigbar. Da die Raupen ab dem dritten Larvenstadium Brennhaare entwickeln, die bei Mensch und Tier starke allergische Reaktionen auslösen können, geht eine gewisse Gesundheitsgefahr von dieser Prozessionsspinnerart aus. Bei den Borkenkäfern nistet sich der furchenflügelige Fichtenborkenkäfer mit Abstand am häufigsten in vorgeschwächten Jungbäumen ein und bringt sie zum Absterben. Erkennbar ist das sternförmige Brutbild dieser kleinen Borkenkäferart an den deutlich in das Splintholz eingetieften Rammelkammern. Manchmal tritt er auch gemeinsam mit dem Kupferstecher auf. Hin und wieder findet man auch andere einheimische Nadelholzborkenkäfer, vor allem als Liegendbefall. In der Schweiz wurden bisher der Buchdrucker, der große Lärchenborkenkäfer, der gekörnte Fichtenborkenkäfer, der gestreifte Nutzholzborkenkäfer und der aus Ostasien eingebürgerte schwarze Nutzholzborkenkäfer an Douglasie gefunden. Als Vorbeugungsmaßnahme gegen Borkenkäferbefall gilt vor allem der präventive Brutraumentzug, also die Holzabfuhr und Entrindung, insbesondere nach Windwurf oder Schneebruch. Dazu kommen waldbauliche Maßnahmen wie die Wahl von standortgerechten und klimastabilen Baumarten und die Beimischung von Laubholz. Manchmal befressen einheimische Grünrüsslerarten junge Douglasiennadeln. Der Fraß an den Trieben gleicht wegen der Braunfärbung des jüngsten Nadeljahrgangs Spätfrostschäden und ist teils auffällig, in der Regel aber unbedeutend. Abiotische Aspekte. Abiotische Einflüsse spielen vor allem in den Jugendjahren der Douglasie eine bedeutende Rolle. Ungeeignete Standorte sind zu vermeiden, das heißt Standorte mit schweren, wechselfeuchten Böden, mit hohem Ton-, Lehm- oder Kalkgehalt, aber auch luftfeuchte und frostige Lagen, sowie Standorte, wo die Bäume von Überschwemmungen oder Staunässe betroffen sein können. Ganz allgemein ist die Trockenheitstoleranz in der Jugendphase nicht besonders hoch,
da sich das Wurzelwerk zuerst horizontal entwickelt. Junge Douglasien sind anfällig auf Wurzelaustrocknung. Das kann insbesondere nach der Pflanzung zu Problemen führen. Deshalb ist es wichtig, die Wurzeln feucht zu halten. Größere Pflanzsortimente sind kleineren vorzuziehen, um die Entwicklung einer natürlichen Wurzelarchitektur zu fördern. Naturverjüngung ist dafür natürlich am besten geeignet. Wenn aber gepflanzt wird, ist eine Lochpflanzung besser als eine Winkelpflanzung. Austrocknen kann ein Jungbaum auch durch Winter- oder Spätfröste. Öffnen sich die Spaltöffnungen bei direkter Sonneneinstrahlung und gleichzeitig noch gefrorenem Boden, kommt es zu Frosttrocknis. Ansonsten kann der Einfluss von Frösten mit geeigneten Provenienzen mit höherer Frosttoleranz reduziert werden. Das Risiko für Windwurf wird viel diskutiert. Vermutlich ist es ähnlich oder leicht tiefer als das der Fichte. Mit dem Klimawandel kann sich das Verhalten einzelner bei uns bereits vorkommender Schaderreger verändern. So wurde im gesamten Verbreitungsgebiet der Douglasie in Österreich eine Zunahme der Douglasienschütten registriert. Außerdem werden in Zukunft sehr wahrscheinlich weitere Schadorganismen aus dem Ursprungsgebiet nach Europa einwandern. Einige stellen ein beträchtliches Risiko dar. Dazu gehören die nordamerikanischen Pilze Coniferioporia veirii, Coniferioporia sulfurascens, Fusarium circinatum und Leptographium wagneri. Ungünstig für hiesige Douglasienbestände wäre auch die Einschleppung der Douglasienzwergmistel. Bei der Einführung von Pflanzen oder Saatgut sollte man deshalb große Vorsicht walten lassen. Im Rahmen des WSL-Projektes Projekt Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten wird auch die Douglasie mit verschiedenen Provenienzen auf ihre Zukunftsfähigkeit in der Schweiz hin untersucht.